Was braucht es für Veränderungen? Richtig, zuallererst Stabilität und Zusammenhalt und das richtige Gespür dafür, was bewahrt werden soll und wo ein Wandel sinnvoll ist und wo es einer schnellen Kurskorrektur bedarf. Deshalb brauchen wir nicht nur Mitdenker, sondern auch Vordenker und Querdenker. Ja, genau die Menschen, die das Ohr an den Boden legen und das Gras wachsen hören. Und die dadurch eben auch früher als andere Fehlentwicklungen wittern. Wir haben sie bereits in unseren Reihen. Es sind unsere hochsensiblen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es braucht nur ihre Sensibilität, sie zu erkennen und ihre Entscheidung dafür, sie ernst zu nehmen. Sind sie dabei, gemeinsam mit vereinten Kräften unser Land zukunftssicher zu machen? Dann wählen sie hochsensibel.